Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nachdem ich euch das Video mit dem Kartoffelturm präsentiert habe, habe ich auch von Gustav Garden natürlich noch den Erdbeerturm Sissy Strawberry. Habe den auch schon bepflanzt mit drei verschiedenen Erdbeersorten. Das heißt, welche, die ein bisschen später sind, immer tragende Sorten. Und ganz oben ist jetzt Waldmeister drin. Aber den werde ich demnächst wieder rausmachen, weil der ist jetzt nicht, habe ich gemerkt, ist halt einfach nicht der richtige. Jetzt auch mal ein bisschen näher ran. So, wir wollen uns aber heute die Erdbeeren angucken. Hier kann man sehen, hier wachsen schon die ersten Erdbeeren dran. Ich habe das Ganze bepflanzt vor circa 2 bis 3 Wochen, das heißt etwas später als die Tomaten, Tomaten, ja, als die Tomaten und die Kartoffeln. Und zwar lag es einfach daran, dass die Lieferzeit der Erdbeeren wirklich ein bisschen länger waren. Und ja, aber man kann sehen, die sind schon gut angewachsen. Die ersten Früchte kommen schon, da kann man es auch erkennen. Da wird auch schon ein bisschen leicht rot. Das heißt, das funktioniert. Ja, die anderen werden noch ein bisschen länger brauchen. Das sind so ein bisschen, die kommen erst ein bisschen später. Das oben, die sind diese immer tragen. Das heißt, die werden wohl das ganze Jahr Früchte tragen. Ist für mich meine allerersten Erdbeerpflanzen. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Einfach aus Platzgründen habe ich mich für diese Turmvariante entschieden. Ich drehe das nochmal kurz im Hochformat. Sollte man zwar nicht machen, aber so kann man es vielleicht nochmal erkennen. Gehe jetzt auch nochmal in den Weitwinkel. So. Das Ganze habe ich hingestellt. Eine sehr wackelige Angelegenheit. Das ist so der einzige Nachteil. Ich habe es versucht, hier mit so einem Stab und ein bisschen Band das Ganze zu fixieren. Weil wenn ich jetzt so da so ein bisschen, das wackelt doch schon wahnsinnig. Ich habe es auch hier extra unten auf der Boden. Das ist so eine kleine Bodenplatte. Die habe ich eingegraben, Steine drauf gemacht. Aber ist weiterhin sehr, sehr wackelig. Da der Wind von hier, wie man hier sehen kann, von links kommt, denke ich, durch das Band das genug geschützt zu haben. Die ersten Winde waren schon, aber das hat sehr gut gehalten bisher. Ja, dann wird man sehen, wie es natürlich weitergeht, ob die Pflanzen weiter so gut gedeihen. Bis jetzt bin ich von dem System sehr begeistert. Oben läuft das Wasser rein. Auch wenn es regnet, es wird eigentlich alles getroffen. Ich habe das auch geprüft, nachdem es geregnet hat. Es war alles gleichmäßig nass. Und die Pflanzen wachsen bisher alle sehr gut an. Ja, meine Empfehlung für Leute, die wenig Platz im Garten haben, die wirklich bloß ein kleines Stück haben oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Für die ist solche Turmgeschichten 1A. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne. Ansonsten, ja, könnt ihr euch das andere Video noch zu dem Kartoffelturm anschauen. Den habe ich auch getestet. Und gerade jetzt hier für das, wo wirklich nicht so viel Platz ist, also ich habe mich auf eine kleine Fläche beschränkt, sind diese Turmbauweisen wirklich optimal. Ja, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.